E.T., bist du das? Heute gibt es eine Motto-Party. Vielleicht könnt ihr erraten, was das Motto heute ist. Maybe? Ansonsten, wir machen uns jetzt auf in die Party und werden die Nacht uns um und werden uns die Nacht um die Ohren schlagen. Das war aber klar bei einer Schlagerparty, weil niemand gibt zu, dass er Schlager mag, aber alle können mitsingen. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Die Fliege war nicht dumm, sie macht es sum, sum, sum und hat mit viel, ja scheiß, weiß ich nicht mehr. Das war's. Was war die Frage? Also mein Lieblingslied heute Abend ist bis jetzt, glaube ich, das, weil ich das einzige wirklich auswendig kann. Singst du mal? Warte. Warte, kann ich nochmal neu anfangen? Und ich schwimm, schwimm, schwimm zu der Rübe. Die Lederbadehose am Start natürlich ist perfekt für dieses Wetter, weil sie halt nicht so warm ist wie eine normale Lederhose und geht easy ins Gepäck rein und deshalb ja, perfekt getrasht. Ein, zwei schöne Damen sind schon dabei, aber ich glaube, das kann noch besser werden. Also ich bin positiv gestimmt. Hast du schon deinen Favoritendirndl gefunden? Ja, und zwar die Person, die gerade mich hier interviewt, die ist meine Favoritin für den heutigen Abend. Danke. Geht schon? Ja, feiern war ja gestern schön und gut. Der Samariterbund hat schon den ein oder anderen Einsatz hinter sich, aber wir waren natürlich noch brav und gehen jetzt natürlich ins Gym. Kommt's mit! Wir sind hier gerade im Fitnessstudio und ich denke gerade nach, was ich trainieren kann. Andi hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht, weil wenn ein Profi dasteht, fühlt man sich halt ein bisschen schlecht neben dem. Und jetzt muss ich da halt ein bisschen beeindrucken, dass er halt auch so mit einem Auge ein bisschen rüberschaut, okay, was macht er, macht er das gut und so. Nicht, dass er mich da dann zaumschimpft und das Ganze. Ja. Hier Cameo gerade macht, das ist halt sehr schwer, das nennt sich Klimmzüge. Da muss man sich halt selber raufheben, wie man hier sieht. Und da machen wir jetzt noch zwei Sätze. Das passt doch perfekt, das geht schon. Richtige Klimmzüge. Boah, ich bin gerade ein bisschen aus Atem. Die gestrige Nacht liegt mir noch in den Knochen. Aber richtige Klimmzüge, Ellbogen leicht nach innen. Schöne Ausführung, ganzer Bewegungsradius. Ich bin gerade leider zu verpeilt, um das genau zu erklären. Ich hoffe, niemand nimmt mir das übel, aber einfach YouTube eingeben, how to do Klimmzüge, dann machen. Am besten auf Official NDB. Danke. Das war ein erfolgreiches Workout und wir hauen uns jetzt an den Strand, würde ich sagen, oder? Ohne Befragung. Ach so, ohne. Okay, dann machen wir nochmal. Ja, das war ein erfolgreiches Workout, würde ich an dieser Stelle sagen. Und wir hauen uns jetzt an den Strand. Hashtag nur schon an dieser Stelle. Peace out.
was die Jungs drauf haben. Ich würde mich das nie im Leben trauen. Und es ist halt echt gefährlich. Sie haben auch erzählt, dass es schon ein paar Crashes gab und ich finde das richtig geil. Am allermeisten hat mich der Superman beeindruckt. Das ist so heftig. Respekt, weil einer hat sogar eine Rückwärtssalto gemacht. Also, nicht schlecht. It's crazy, the weather is good, the people are crazy, so we did a good show and it's my first in backflip and I did it, so I'm so happy for that. Ready for party tonight. Hey!